Oh, hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch mal meine Parfümsammlung, beziehungsweise eigentlich zeige ich euch, um genau zu sein, meine Sommerdüfte. Die stehen auf der Kommode, habe ich gerade mal rausgestellt, weil normalerweise lagere ich die alle immer schön trocken und sowas wie sich schön dunkel und so wie sich das gehört. Trocken natürlich auch, es gehört sich auch so. Aber ich zeige euch auch mal ganz kurz meine ganzen anderen Parfüms, nur mal so reinschauen und dann zeige ich euch meine Sommerdüfte. So. Hier oben stehen meine Sommerdüfte schon mal. Dahinter steht das iPad, das erkläre ich euch gleich warum. Und hier in meiner Schublade sind noch meine restlichen. Normalerweise gehören die auch da rein, aber hier sind halt noch. Die nehme ich auch im Sommer. Nicht, dass ihr ne denkt jetzt, oh, die benutzt die gar nicht, das findet die jetzt findet ihr doof oder sowas. Aber die hier oben draußen, das sind halt die auf jeden Fall Favoriten für den Sommer. Und die benutze ich sowieso nur selten. Was heißt selten? Doch, also Hugo. Die Bread benutze ich sehr oft. Cashmere benutze ich auch sehr oft, ob im Winter oder im Sommer, ist egal. Das hier sind, dann sind das so Lagerfeld, benutze ich aber eher im Winter. DKNY, Christina Aguilera bei Nacht, das benutze ich auch wirklich sehr gerne. Auch noch hier. Oh, es geht Lämpchen an. Yeti Job, Pussy. Hier so von Pussy Dings da Bumster, wo halt genau. Oh, ihr wisst schon, wie heißt das? Velvet Kissen von Pussy Deluxe. Velvet Dingsda von Kate Moss. Benutze ich auch sehr gerne im Sommer, aber das ist natürlich sehr schwer. Alchemie. Das sind so ein paar Parfümzerstäuber. Mojo. Aber das benutze ich auch gerne im Sommer. Oh, hoch hier. Habe ich ganz vergessen. Armani Code. Addict und Alien. Zwei meiner Lieblingsdüfte. Ich liebe sie einfach auch im Sommer. Aber sie sind halt wirklich sehr schwer, ne? Und ich möchte euch jetzt so ein bisschen die leichten Düfte Sorry, zeigen. Akku war leer. Und das sind jetzt meine Sommerdüfte. Dazu zählt halt dieses Jil Sander, Diesel, Chic von Betty Barclay. Dahinter steht dann Hypnose, Naomi Campbell, zweimal laut von Tommy Hilfiger. Dann hier, wer kennt es nicht? Love Chloe, Paco Rabanne Ultraviolet, Mademoiselle. Was haben wir hier? Ja, Victor and Rolf auf jeden Fall. Dann haben wir hier, wie heißt das eigentlich? Pink Sparkle. Ich glaube, das ist von Kylie, oder? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist es Pink Sparkle. Ah, da hinten steht's. Ja, Kylie Minogue. Ja, Klassik, ne? Jean-Paul Gaultier. Dann haben wir hier noch. Nochmal Naomi Campbell, dann Sun, das darf nicht fehlen. Und mein Jimmy Choo. So, jetzt stelle ich euch mal kurz hier hin. Wartet, wird ein bisschen holprig jetzt. So, mal gucken, ob das überhaupt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten mache ich das auf dieser Seite. So, ihr seid live dabei, wie Jenny ihre Kamera gerade wahrscheinlich zerdeppert. So, stelle ich euch mal hier hin. Oha! Und jetzt hoch mit euch. So, ich denke, das geht. So, ihr habt jetzt schön den Hintergrund, alles komplett. So, ich habe mir nämlich gedacht, mit dem iPad sage ich euch jetzt einfach mal, was da so für Duftnoten drin sind, jeweils in den Parfüms. Ja, und dann sortiere ich auch wieder ein. So, dann haben wir hier einmal Coco Mademoiselle und ich liebe es einfach, es ist göttlich. Ich muss die Kamera ein bisschen anders hinstellen, ich finde das gerade ein wenig blöde. Naja, gut. Coco Mademoiselle, ich habe hier eine super Internetseite gefunden, die heißt parfumo.de. Geht da mal drauf, ihr könnt da jedes Parfüm einfach anklicken und dann zeigt ihr euch diese Duftnoten, also Kopfnote, Herznote und Basisnote. Und das ist super. Ich zeige euch jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel. Also super cool. Ja, und Mademoiselle ist halt Kopfnote ist Bergamott. Mandarin, Orange und Orangenblüte. Die Herznote, aber ich sag mal, die Herznoten sind wirklich, also meiner Meinung, so viel ich weiß, die Herznoten ist halt das, was man halt wirklich sehr herausriecht. Hör mal, ich komme mir gerade so richtig vor. Ich muss mal ganz eben nochmal. Ich hätte mir vorher ein bisschen überlegen sollen. Naja, gut, ich lasse euch einfach stehen. Die Herznote ist halt Jasmin und in fast allen meiner Lieblingsdüfte ist Jasmin mit drin, weil Jasmin ist einfach so ein super schöner Duft. Naja, Jasmin, Mimose, Rose und Ylang-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 
Yang in Yang. Und der ist einfach göttlich. Also wirklich Hammer. So. Ich fange dann an einfach mit meinen Lieblingsdüften. So. Dann halt Love Chloe. Da gebe ich jetzt natürlich mal ein. Mal gucken, ob der es überhaupt hat. Love Chloe. Hat er schon falsch geschrieben? Ah, hier ist es schon. So, mal gucken, was er hat. Blauregen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Flieder. Heliotrop. Gott, was ist das? Hyazine und Iris. Ja, Orangenblüten ist auch als Kopfnote dabei. Rosa, Pfeffer, Moschus, Reispuder und Talkum. Und der ist, ich liebe ihn auch. Ich zeige euch sie einfach und ich muss euch jetzt nicht noch irgendwas anderes erklären. Ihr wisst ja, ne? So, dann Flower Bomb von Victor & Rolf. Schauen wir da auch mal nach. Flower Bomb. So, da gucken wir mal. Hat er nämlich auch. Wie auch nicht anders zu erwarten, in der Kopfnote ist Jasmin, Orchidee und Fressie. Das sage ich jetzt einfach dazu. Ich muss daran riechen immer, wenn ich es auch schon einmal in der Hand habe. Boah, Gott. Ich weiß schon, warum das mein Lieblingsduft ist. Einer meiner Lieblingsdüfte. Ja gut, in der Kopfnote ist Bergamotte und Tee. In der Basisnote Patchouli und Rose. So. Dann gehen wir weiter mit Jimmy Choo. Sieht ähnlich aus, die Flasche. Mal gucken, ob er es hat hier. Also bisher hat er mich noch nicht im Stich gelassen bei meinen Suchen. Jimmy Choo. Oh, doch, da ist es. Ich hatte mich schon gewundert. Dauert gerade ein bisschen. So, jetzt kommt es. Da steht jetzt nur Duftnoten, grünen. Nee, wartet mal. Vielleicht nehme ich dann doch mal ein anderes, weil da gab es verschiedene. Machen wir das hier. Ah, ja. Orchidee und Teerose sind die Herznoten. Basisnote sind Hölzer und Zedern. Also, so ein Herb sind doch eigentlich Zedern, aber der ist nicht herb, der ist total süß. Ja, oh Gott, der ist auch so toll. Die Kopfnote ist Birne, grüne Noten und Ingwer. So, was haben wir denn noch Schönes? Ja, Klassik. Der Klassiker. Kennt ja jeder, ne? Gucken wir mal. Klassik. Wo haben wir es denn? Klassik Jean Paul Gaultier. Also die Seite ist astrein. Guckt euch die mal an. So, Herznote. Ingwer, Iris, Orchidee, Pflaumen und wieder Ylang Ylang. Das wird richtig ausgesprochen. In der Basisnote ist Amber, Moschus und Vanille. Kopfnote, Birne, Mandarine, Orangenblüte, Rose und Sternanis. Also manche Namen sind echt Wahnsinn. Oh, also ich kann nicht mehr als Oh machen. Ich liebe einfach verschiedene Düfte. Also ich bin voller Duftfan. Das hat auch damals mit mir bei Düften angefangen, bevor es überhaupt zu Kosmetikzeugs wurde. So, jetzt mache ich einfach mal Jill von Jill Sander. Muss ich auch mal aufmachen. Ich liebe dieses Zeug einfach. Alles, alles. Jill Sander. Mal gucken. Jill von Jill Sander. Ja, jetzt hat der Jule gemacht. Oh. Oh, vielleicht hat das ja trotzdem. Ah, hat er trotzdem. Also auch wenn er euch verschreibt, wenn ihr nur ungefähr eine Ahnung habt, wie irgendwas geschrieben wird oder wie es ausgesprochen wird, ist schon gut hier. Iris und Lilie, Lavendel, Mandarine, Rosa, Pfeffer, Amber, Moschus und Vanille. Also schon ein bisschen ähnlich wie Klassik von hier Amber, Moschus und Vanille. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, dann nehmen wir einer meiner Lieblingsdüfte. Das ist wirklich Paco Rabanne Ultraviolett. Ich benutze es kaum, weil es einfach so teuer ist. Und ich habe das vom Flughafen damals, da ging es vom Preis her, als ich noch da gearbeitet habe. Ja, also der Hammer. Ultraviolet. Da haben wir auch schon. Paco Rabanne. Paco Rabanne macht ja eh super Düfte, meiner Meinung nach. So. Herznote. Oh Gott. Kinmukusei. Und Basisnote Ambra und Vanille. Kopfnote Paprika und Piment. Kennt keine Socke. Wahrscheinlich ist es deswegen so
beliebt bei mir. So, was haben wir denn noch Schönes? Nehmen wir doch Diesel, weil das benutze ich im Sommer super gerne, weil das einfach total leicht ist. Da habe ich jetzt, das ist so ein Strickkleidchen. Wie heißt es denn? Gucken wir mal. Diesel. Schreiben wir einfach erstmal hin, mal gucken, was der so alles hat. Oh, Entschuldigung, meine Nase, ich bin hier die ganze Zeit am Hochziehen. Ah, das ist das Fluff for Life für Frauen. Herznote Jasmin. Oh. Schwarze Johannisbeere. Basisnote Moschus und Patchouli. Kopfnote Mandarine und rosa Pfeffer. Das, irgendwie sind da sehr oft die gleichen drin in meinen Duftrichtungen. Zumachen. So, dann nehmen wir jetzt Hypnose von Lancôme. So, da haben wir es. Oh, ich sehe aus wie so in so einem Gruselkabinett irgendwie, ne? Naja, da steht auch nur die Duftnoten jetzt, nicht mit Kopfnote oder so. Das sind einfach nur Jasmin, Passionsblume, Vanille und Vetiver. Kenne ich nicht. Aber das mag ich auch sehr gerne. Ja, das ist schon schlimm. Ich sage hier eigentlich die ganze das Gleiche. Tut mir auch sehr leid. So. Sun. Kennt jeder. Jetzt kommt's. Jetzt lasst euch überraschen. Sun. Oh, tut mir voll leid. Habe ich kein Taschentuch. Bin ja gleich fertig. Da haben wir's. So, Herznote, Gartennelke, Heliotrop, Iriswurzel, Maiglöckchen, Rose und Ylang Ylang. Basisnote, Ember, Benzoe, Moschus, Sandelholz, Styrax, Tankobohne, Vanille. Kopfnote, Bergamotte, Früchte, Orangenblüte und Zitrone. Also mal ein totaler Berg von Düften, die da aufeinander gepatscht werden. Aber ein super schöner Sommerduft. So, Laut von Tommy Hilfiger, das ist einer meiner Düfte, die sowas von leicht sind, richtig leicht. So, da gucken wir mal nach, weil das ist normalerweise so eine Duftrichtung, die ich überhaupt nicht mag, aber den mochte ich. So, Laut. So, hier steht auch nicht viel, da steht einfach nur Litchi, Patchouli und Rose. Ist noch nicht viel gemacht worden hier. Und den kann man auch wirklich nur am besten auf Ausflügen oder sowas, wenn man nicht so, wer weiß wie, duften möchte, nehmen. So, Naomi Campbell Sunset. Das ist, ich wurde da so oft drauf angesprochen, auf diesen Duft, weil der einfach total sommerlich ist. Wahnsinn. Sommerlich, aber süß. Sunset. Da haben wir ihn. Kann man. Bis jetzt hat er echt jeden Duft, den ich hier euch vorstelle, zeigen möchte. Herznote. Ja. Fressier, Himbeere, Milch und Rose. Basisnote ist Ember, Iris, Moschus, Sandelholz und Vanille. Kopfnote Bergamotte oder Mote, ich weiß gar nicht, wie das gesprochen wird. Grüne Blätter, Melone, Pfeffer und Wassermelone. Also perfekter Sommerduft. So, dann haben wir hier noch, machen wir weiter mit Naomi. Haben wir noch, wie heißt es? Seductive Elixir. Das hatte ich das erste Mal mit in Ägypten damals und das, immer wenn ich es drauf, da denke ich an Ägypten. Seductive. Ich wette, das hat er nicht. Machen wir einfach mal ganz normal Naomi. Naomi. Elixier schreibe ich jetzt einfach mal. Mal gucken, ob er das hat. Nee, hat er nicht. Das ist das Erste, was er nicht hat. Ja gut. Aber das riecht total nach Rose. Also als würde es in so einen Rosenbusch fallen. So. Naomi Campbell Cat Deluxe. Total süße Flasche mit so einem Bommelchen. Cat Deluxe. Direkt an erste Stelle hier. Das ist die Herznote Pfirsich. Aha, ich habe Hunger, mein Magen knurrt. Basisnote Moschus, Patchouli und Vanille.
Kopfnote, Fraisière oder Fraisière, Kardamom oder so. Liebe ich auch. Mag ich auch gerne. So, jetzt gehen wir weiter mit Kylie Pink Sparkle. Die Flasche finde ich irgendwie schick. Hat was, ist echt edel. Pink Sparkle. So. Da ist die Herznote Champagner. Gardenie. Okay. Jasmin. Basisnote Moschus, Vanille und Vetiver. Verzeiht mir, wenn ich total bekloppt sich anhört alles. Kopfnote Grapefrucht, Maiglöckchen und Pfirsich. Und das letzte ist Betty Barclay Chic. Habe ich mir letztens im Sonderangebot gekauft bei DM. Ich weiß gar nicht, was es gekostet hat. 10 Euro oder so. Das ist die 50 Milliliter Flasche. Herznote Magnolie, Rose und Ylang Ylang. Basisnote Heliotrop, Sandelholz, Vanille. Und in der Kopfnote ist Bergamotte und schwarze Johannisbeere. Ja, das waren meine... So, ich nehme euch mal ganz kurz wieder hier... Oha, Hilfe, ich habe meine Schublade dazu gemacht. Ich mache mal ganz kurz einen auf diesen, weil dann haben wir wenigstens das Licht vorne, sodass ihr mich wenigstens vernünftig sehen könnt. So, ich lehne mich mal hier an. So, das war halt wirklich meine Sommerdüfte und ich habe auch, wie gesagt, ganz viele andere Düfte, die ich halt trotzdem im Sommer noch nehme, aber ich wollte euch jetzt einfach mal so eine kleine Auswahl zeigen. Und hier ist nochmal die Internetseite. Hier ist zum Beispiel gerade das Chic. Und dann zeige ich euch einfach mal kurz, wie das funktioniert. Falls ihr wissen wollt, wie das so funktioniert, da könnt ihr einfach oben dann halt, klar, ganz normal parfumo.de eingeben und dann geht ihr hier oben auf Parfüm suchen. So, dann habt ihr hier unten ja gut, das ist das iPad, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Geben wir einfach mal Alien ein. Alien. So. Jetzt sind hier unten alle möglichen Sachen, die mit Alien zu tun haben. Und da ist schon mein Alien. So, und dann steht hier, Alien bla bla haben 68% gute Bewertungen. Herznote ist Jasmin, wer hätte das denn gedacht? Was ist das? Kaschmiran, Sonnennoten und Basisnote ist weißer Ember. Okay, Ember, so. Und mein anderer Lieblingsduft ist ja Addict. Da gucken wir auch direkt mal nach. Habe ich das falsch geschrieben? Naja. So, ach, da ist er doch direkt. Mhm. 81% gute Bewertungen. Kopfnote Brombeere, Mandarinenblatt, Herznote Jasmin. Königin der Nachtblüte, Orangenblüte, Rose, Basisnote, Bourbon, Vanille, Sandelholz und Tonkabohne. Wer hätte das gedacht? So. Wow. Sehr durcheinander das Video. Es tut mir total leid, aber so ist das nun mal. Und ja, jetzt würde ich sagen, besprühe ich mich doch gleich schön und dann geht's ab vor den Computer, damit ich euch das Video bearbeiten kann. Ja gut, bis dann, ihr Leutchen, ihr Lieben. Tschüss.